Mr. Mike. Heute zeige ich euch mal eine richtig einfache und simple Übung. Ist eine Trockenwurfübung, ist aber echt sehr hilfreich. Habe ich früher in der Jugend oft gemacht, eigentlich täglich, weil es ist so ein Ding, ja, man liegt zu Hause rum, auf der Couch, im Bett oder so. Man hat einen Ball in seinem Zimmer und man spielt halt so ein bisschen rum. Und man will es vielleicht auch gar nicht glauben, dass das eine effektive Übung ist, aber es ist wirklich super gut. Ich zeige euch, wie es geht. Einfaches Ding, einfacher geht es gar nicht. Aufpassen. Also echt ein simples Ding, man legt sich gerade hin, Couch, aufs Bett oder auf dem harten Boden, wie ihr es lieber habt, und dann einfach nur werfen. Ich bin Rechtshändler, meine Wurfhand ist die rechte Hand, deshalb Ball in die rechte Hand, nehmt ihr zur Unterstützung, hält den Ball fest und dann einfach kerzengerade nach oben werfen. Echt total simpel, aber es ist echt effektiv, das werdet ihr merken. Vor allem, ihr müsst mit dem Handgelenk arbeiten. Das Handgelenk immer schön abdrücken. Also nicht jetzt einfach so stumpf nach oben werfen, sondern schön mit dem Handgelenk nach oben werfen, damit ihr eine schöne Rotation in den Ball bekommt. Schönere Wurfübung für zu Hause gibt es gar nicht. Also man hat natürlich einen Korb vor der Haustür oder so, aber so, wenn es regnet, man ist drinnen und so, das ist echt super einfach, seht ihr selber. Ihr braucht nichts dazu, nur einen Ball und eine Hand. Einfacher geht's nicht. Probiert es einfach aus und ich schwöre euch, das ist echt sehr effektiv und ihr werdet merken, das tut eurem Wurf richtig gut. Da könnt ihr nichts falsch machen. Und achtet immer auf euer Händchen. Immer schön mit dem Knick nach vorne abwinkeln, das Handgelenk. Weil es genau so bekommt ihr die schöne Rotation in den Ball, dass er sich schön dreht. Und ihr werdet merken, es ist gar nicht so einfach, dass man den Ball kerzgerade nach oben wirft. Das ist echt schon ganz schön schwierig. Ich schaffe es jetzt gar nicht die ganze Zeit. Ja, rotiert immer irgendwie hin und her. Also probiert es aus. Ist ein gutes Ding. Meine Empfehlung für euch. Danke euch fürs Zugucken. Abo bitte nicht vergessen. Für alles andere, alle meine weiteren Videos und was noch so kommt. Danke, euer Mr. Mike. Tschüss.